Bei mir ist jetzt der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der den Osten sehr gut kennt, weil er aus dem Osten kommt und der gerne auch mal eine unbequeme Position vertritt, Marco Wanderwitz. Herr Wanderwitz, Supermarkt oder Kaufhalle, was sagen Sie? Ich sage eigentlich immer, wie es heißt, also so. Rewe oder Edeka. Oder. Ich gehe manchmal noch in die Kaufhalle. Ja. Wie viel Ostdeutsch steckt noch in Ihnen? Ich weiß nicht, ich hatte das Bergfest ja relativ früh, ich war 14, 1989 gerade geworden und insofern gehöre ich schon zu denen, die noch ein ganzes Stück Sozialisation dann auch im wiedervereinigten Deutschland mitbekommen haben. Aber ich sag mal, habe noch Seeruhe gesammelt und solche Sachen, also ich weiß schon noch, wie es war. Kriegen Sie das auch so ein bisschen über die Elterngeneration noch transportiert? Also das, was schön ist, das, was nicht schön ist, wie viel spielt das noch eine Rolle in Ihrem persönlichen Leben? Naja, klar redet man immer mal wieder drüber, wie war es denn? Und klar gab es da auch schöne Seiten. Was ich halt nicht so mag, ist, dass man die dann verklärt und die Problemseiten eben ausblendet. Also wenn man sich beispielsweise mal anschaut, wie sahen denn die Innenstädte aus? Wie sah die Infrastruktur aus? Wie sah die Umwelt aus? Das waren ja alles furchtbar graue Szenarien. Und klar gab es trotzdem beispielsweise einen gewissen Zusammenhalt unter den Leuten, der manches Mal uns jetzt gut tun würde, wenn wir ihn wieder hätten. Ihre Vorgängerin, Iris Gleicke von der SPD, hat mal gesagt, wir brauchen den Ostbeauftragten eigentlich gar nicht mehr. Sehen Sie das ähnlich? Naja, zumindest glaube ich, ist es nicht mehr so ein Amt, wie es mal gewesen ist vor 10, 20 Jahren, was einen den ganzen Tag ausfüllt und wo es riesige Aufgaben gibt, weil vieles ja geschafft ist. Wir sind jetzt bei der Rente beispielsweise bei 97,9% West. Also das ist nun wirklich nichts, worüber wir noch dreimal täglich reden müssen. Aber es gibt immer noch so das eine oder andere, was Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen verbindet, auch im Verhältnis zur alten Bundesrepublik. Und es gibt schon noch was zu tun. Aber im Grunde genommen sehe ich es so ähnlich wie Sie. Das ist kein Amt für die Ewigkeit. Es ist ja im Grunde auch aus einer Not heraus entstanden. Wie haben Sie das damals wahrgenommen? Da gab es ja viel Kritik an Angela Merkel, dass sie für die CDU keinen eigenen Ostminister an den Kabinettstisch holen konnte. Dann hat man gesagt, wir schaffen nochmal die Position des Ostbeauftragten. Wie haben Sie das wahrgenommen? Hat Sie das auch ein bisschen gestört, dass das nicht möglich war, dass es nicht so eine Selbstverständlichkeit war, einfach einen Ostdeutschen am Kabinettstisch zu haben? Naja, man muss natürlich bedenken, in allen neuen Bundesländern, wenn wir großzügig ganz Berlin mit dazu rechnen, leben 2,5 Millionen Menschen weniger als in Nordrhein-Westfalen. Und die Bundeskanzlerin, der Bundeskanzler ist nun mal das mit Abstand gewichtigste Amt an diesem Kabinettstisch. Und Angela Merkel ist ja bekanntlich Ostdeutsche. Und insofern war das schön, dass wir die Legislaturperioden zuvor auch noch Thomas de Maizière unterstützend hatten. Aber es hat sich halt diesmal anders entwickelt. Und insofern ist jetzt vor allen Dingen die Zeit, wo wir natürlich drüber reden müssen, weil Angela Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin sein wird. Und da muss natürlich die Repräsentanz der neuen Länder auch am Kabinettstisch eine andere sein, als in der Zeit, wo sie Kanzlerin war. Genau, wie kommt man dahin, dass man diese berühmte Augenhöhe herstellt? Naja, zum einen müssen wir natürlich über das Thema Repräsentanz sprechen. Da geht es nicht nur um Politik, sondern geht es auch um Wissenschaft, da geht es um Justiz, Verwaltung. Und auf der anderen Seite sind das natürlich am Ende des Tages Dinge, die in nicht einfachen Verhandlungen ausverhandelt werden. Und ich hoffe, dass diejenigen, die dann dort miteinander einen Koalitionsvertrag aushandeln, ich wünsche mir, dass meine Partei da dabei ist, auch diesem Thema Rechnung tragen. Also mal, um es konkret zu machen, was muss passieren, dass der Sparkassendirektor in Dresden nicht aus Wuppertal kommt, sondern umgekehrt? Naja, diejenigen, die in der Entscheidung sind, solche Positionen zu besetzen, die müssen eben ein Stück weit mehr als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Wir haben ja jetzt auch viele solche Wechsel, die anstehen, weil viele, die 1990 fortfolgende gekommen sind, eben jetzt auch auf dem Weg in den Ruhestand sind. Und jetzt muss eben im Regelfall die Regel gelten, bei gleicher Qualifikation der Einheimische. Denn in Bayern sprechen ja die meisten Leute in solchen Positionen bayerisch und in Hamburg oder Schleswig-Holstein eben norddeutschen Dialekt. Also mehr sächsisch. Mehr sächsisch in sächsischen Verwaltungsstuben beispielsweise, völlig klar. Ein Hauptproblem ist, das haben Sie gerade in Sachsen auch zu spüren bekommen, das Problem, dass die Wirtschaft sehr kleinteilig ist, dass man oftmals als verlängerte Werkbank wahrgenommen wird. Und wenn es irgendwo Ärger gibt oder man der Mutterkonzern Probleme hat, dann wird die Niederlassung im Osten geschlossen. Was kann man dagegen tun? Muss man da vielleicht auch ein bisschen den westlichen Bundesländern auf die Füße treten, nochmal darüber nachdenken, über eine andere Steuerverteilung etc.? Also zum einen muss man sagen, hat uns diese Kleinteiligkeit der Wirtschaft jetzt bei Corona gerade eben genützt, weil gerade die großen exportabhängigen industriellen Kerne in den alten Ländern, die sind stärker unter Druck geraten. Also der wirtschaftliche Einbruch in den neuen Ländern war nur bei 4%, in den alten Ländern bei 5%.
Wachstum ist eines der Themen, weswegen wir da auch Initiativen draußen liegen haben, dass eben Firmen größer werden. Es geht natürlich um Zukunftstechnologien. Da haben wir ja auch eine ganze Menge guter Ansiedlungen erlebt in den letzten Wochen. Jetzt als letztes beispielsweise die große neue Chipfabrik von Bosch, die wir auch mit Förderung unterstützt haben. Ich will mal Tesla an der Stelle nennen, aber auch CATL beispielsweise in Thüringen. Und natürlich müssen wir darum kämpfen, dass weiterhin im Zweifel der eine oder andere Cent mehr als nach dem Bevölkerungsschlüssel nötig in die neuen Länder geht. Das klappt aber auch ganz gut. Zum Beispiel in der Städtebauförderung und in den allermeisten Förderprogrammen sind wir da ganz gut, ganz vorn dabei. Viel mehr geht da, glaube ich, nicht mehr, 30 Jahre nach der friedlichen Revolution der deutschen Einheit. Aber es muss auch noch eine Weile so bleiben. Viele Ostdeutsche, haben Sie auch in Ihrem Einheitsbericht immer wieder, fühlen sich wie Menschen zweiter Klasse. Mich erschreckt das, weil ich mir sage, ich will mich nicht wie Mensch zweiter Klasse fühlen, aber das kommt ja irgendwo her. Ja, Sie haben recht. Allerdings muss man dort auch mal gesamtdeutsch schauen, denn dieses Phänomen haben wir auf fast demselben Niveau auch in den alten Bundesländern. Auch dort wird dieselbe Frage nahezu gleich beantwortet. Und das sind natürlich beispielsweise Menschen, die in prekären Verhältnissen arbeiten. Beispielsweise Menschen, die sich Sorgen um ihre Zukunft machen. Die sich Sorgen, wie wird das denn mit der Globalisierung weitergehen? Werden meine Qualifikationen noch was wert sein? Also ein Sammelsurium von vielen Themen, die aber im Grunde nicht so richtig zwischen Ost und West unterscheiden, sondern meist wird dann da am Ende sozusagen, dass die Menschen aus den neuen Bundesländern halten sich für Deutsche zweiter Klasse teilweise irgendwie hineingeheimst, was eigentlich nicht die Statistik hergibt. Sie haben eine interessante Diskussion angestoßen, eben gerade gesagt, manches Lob bekommen, aber auch viel Kritik, auch aus den eigenen Reihen. Es geht um das Demokratieverständnis der Ostdeutschen, die Frage auch, ob man AfD-Wähler zurückgewinnen kann oder nicht. Würden Sie im Nachhinein sagen, das war ein Fehler, das so pauschal zu formulieren? Also zum einen habe ich nicht pauschalisiert, ich habe weder von den Ostdeutschen noch von allen AfD-Wählern gesprochen. Aber ich habe mir das natürlich im Vorfeld überlegt und besichtige und bin ja auch in diesem Szenario nicht zuletzt als Wahlkreisabgeordneter seit vielen Jahren involviert. Wir haben die Situation, dass in den neuen Bundesländern flächendeckend eine rechtsradikale Partei, und das ist die AfD inzwischen unzweifelhaft, an Haupt- und Gliedern, im Programm und im Personal bis zu dreimal so hohe Zustimmung wie in den alten Bundesländern erhält. Und das ist ein Problem für die Demokratie, wenn in so großen Anteil von Menschen, natürlich nicht alle selbst rechtsradikal sind, aber eben relativ hemmungslos eine rechtsradikale Partei wählt. Und ich finde, das muss man auch mal sagen und mal den berühmten Spiegel vorhalten und mal sagen, das gefährdet die Demokratie. Und jetzt können wir doch vielleicht noch mal drüber reden, was es alles zu erledigen gibt an Hausaufgaben der Politik. Aber im unzweifelhaft demokratischen Spektrum gibt es doch reichlich Auswahl. Es muss ja nicht immer die CDU sein, darf natürlich gern. Aber eine rechtsradikale Partei zu wählen, will ich nicht hinnehmen, dass man das mal ebenso mit 20, 25, teilweise 27% tut. Aber hat nicht gerade auch Rainer Haseloff bewiesen, dass man es schafft, AfD-Wähler zurückzugewinnen? 11.000 AfD-Wähler hat er zurückgewonnen. Die Kanzlerin hat gesagt, man muss bis zum Schluss ausdauernd daran glauben. Ist das auch Ihre Vorstellung? Ist das auch Ihr Ziel? Ich denke schon, dass ein Teil der AfD-Wählerinnen und Wähler zurückgewinnbar ist für die Demokratie. Sie haben ja die Zahl genannt in Sachsen-Anhalt. Allerdings hat in demselben, derselben Wahl meine Partei 15.000 Wählerinnen und Wähler jeweils von Linkspartei und SPD dazu gewonnen und über 60.000 Nichtwähler aktiviert. Insofern ist der Anteil dessen, was bei der AfD abzuholen ist, eher gering. Und ich glaube, das sind auch die Realitäten. Ich halte nicht 50% der AfD-Wähler kurz- oder mittelfristig für die Demokratie für gewinnbar, weil ich dort verfestigt nicht-demokratische Denkweisen wahrnehme, leider. Aber was ist die Antwort darauf? Also man kann ja nicht einfach sagen, die wählen so und die lassen wir links liegen oder lassen wir rechts liegen. Wie geht man damit um? Die Antwort ist, dass einerseits alle Demokraten, und damit meine ich beispielsweise Parteien, aber ich meine auch Gewerkschaften, ich meine Kirchen und vor allen Dingen die Mitte und Mehrheit der Gesellschaft ein Stück weit deutlicher aufstehen muss gegen solche Tendenzen. Und zum anderen geht es natürlich um politische Bildung, grundsätzlich und insbesondere bei jungen Generationen. Jede neue Generation ist eine neue Chance dafür, dass der Anteil derer, die mit der Demokratie fremdeln, kleiner wird. Was wünschen Sie sich zum Thema Ostdeutschland? Worüber sollten wir in 10 Jahren reden? Vielleicht gar nicht mehr darüber.
Na, ich würde mir vor allen Dingen wünschen, dass wir die Debatte mehr in die Zukunft als in die Vergangenheit führen. Will sagen, natürlich ist es immer gut zu wissen, woher man kommt, und es ist auch wichtig, beispielsweise die großen Schmerzen und Leistungen dieser Transformation, vor allen Dingen in den 90ern und frühen 2000ern, in unserem Bewusstsein zu halten. Deswegen haben wir uns ja jetzt beispielsweise in der Regierungskommission 30 Jahre Friedliche Revolution, 30 Jahre Deutsche Einheit da Gedanken gemacht, haben ein Transformations- und Einheitszentrum mit einem wissenschaftlichen, aber auch einem dialogischen Schwerpunkt uns vorgenommen. Aber es geht doch vor allen Dingen darum, wie wollen wir in 10, 20 Jahren leben. Und da geht es um Zukunftstechnologien, da geht es um Weltoffenheit, um eine gewisse Liberalität. Und daran fehlt es uns halt hier und da ein Stück weit. Und mehr ostdeutsche Gesichter in Führungspositionen. Sie sind parlamentarischer Staatssekretär. Mit wem rede ich nächstes Mal? Mit dem Innenminister oder mit dem Wirtschaftsminister Marco Wanderwitz? Naja, ich sag mal, wir alle tun gut daran, erstmal eine gewisse Grunddemo zu haben vor den Wahlen. Ich bin in meinem Wahlkreis 5-mal direkt gewählt worden. Darüber freue ich mich sehr und dafür bin ich den Wählerinnen und Wählern, den Menschen dankbar. Jetzt haben wir erstmal einen Wahlkampf vor der Brust, dann werden wir sehen, welche Partei wie viel Vertrauen bekommt, und dann werden wir einen Koalitionsvertrag haben, und ganz zum Schluss geht es auch mal um Personal, und da werden wir dann schon sehen, wer was wird. Wir haben jedenfalls allein in meiner Partei eine Vielzahl von guten Köpfen aus den neuen Ländern und manch andere auch, und insofern werden wir da hinreichend Leute zwischen Mecklenburg und Sachsen, glaube ich, auch am Kabinettstisch sehen. Und ist noch Zeit für Urlaub? Ich habe es mir zumindest fest vorgenommen, weil wir haben bis jetzt die letzte Sitzungswoche ja hinter uns und haben, das war schon fordernd dieses Jahr, auch wegen Corona, hat vielen Menschen viel abverlangt und so, und auch unsere Parlamentariern. Und der Wahlkampf ist lang und da tut man gut daran, noch mal ein kleines bisschen den Akku aufzuladen vorweg. Herzlichen Dank, Marco Wanderwitz.